OM Online Podcast. Der Thementalk für das Oldenburger Münsterland. Mittlerweile ist die Flutkatastrophe, die diesen Sommer vor allem im Westen Deutschlands große Zerstörungen angerichtet und mehr als 180 Todesopfer gefordert hat, über 2 Monate her. Die Aufräumarbeiten dauern nach wie vor an, Straßen müssen wiederhergestellt werden, viele Häuser sind noch unbewohnbar. Zahllose Helfer aus der gesamten Republik sind weiterhin im Einsatz, um beim Wiederaufbau der betroffenen Gemeinden mit anzupacken. Von Anfang an mit dabei waren auch Hilfskräfte und Ehrenamtliche aus dem Oldenburger Münsterland. Mit 2 von ihnen spreche ich heute über ihre Arbeit und was sie erlebt haben. Und damit herzlich willkommen zum OM Online Podcast. Mein Name ist Kaschen Duzat und ich begrüße Sie. Auch wenn das Hochwasser bereits 2 Monate her ist, dürften die Bilder der Zerstörung bei vielen immer noch präsent sein. Selbst für erfahrene Hilfskräfte übertraf das Ausmaß alles Vorstellbare. 2, die vor Ort waren, um zu helfen, sitzen mir jetzt gegenüber. Einmal Tobias Beckeling vom THW aus Lohne. Moin, Herr Beckeling. Moin. Und Heinz Dirker vom DRK aus Kloppenburg. Moin, Herr Dirker. Moin. Herr Beckeling, Herr Dirker, mögen Sie sich einmal kurz selber vorstellen? Herr Beckeling vielleicht zuerst. Ja, mein Name ist Tobias Beckeling, ich bin 46 Jahre alt, bin ehrenamtlich tätig beim THW Lohne, bin dort stellvertretender Ortsbeauftragter und bin seit 33 Jahren im THW. Herr Dirker, was ist Ihre Aufgabe beim DRK? Ja, mein Name ist Heinz Dirker, ich komme wie gesagt aus Kloppenburg und war dort 42 Jahre im Rettungsdienst tätig und seit etwa im Jahre 2000 habe ich die psychosoziale Notfallversorgung im Landkreis Kloppenburg übernommen mit einem Team zusammen. Und heute habe ich ganz Niedersachsen sozusagen. Ich bin also Fachberater und Koordinator für die Landesverbände Niedersachsen und Oldenburg. Sie waren ja beide in den Katastrophengebieten. Was hat Sie überhaupt motiviert, dahin zu fahren? Also die Frage der Motivation stellt sich irgendwann bei solch einem Einsatzszenario nicht mehr. Man hat es gesehen im Fernsehen und es war natürlich sofort klar, dass man, wenn der Einsatzbefehl kommt, dass man dem dann auch nach Möglichkeit folgt, sofern man alles geregelt hat mit seinem Arbeitgeber und der Familie. Aber das hat alles gut geklappt. Also bei uns war das folgendermaßen. Wir waren ja unmittelbar nach dem Ereignis dort unten und wir bekamen am Samstagvormittag den Voralarm. Das heißt also, der kam aus Berlin von unserem Bundesverband aus der Leitstelle und bei Voralarm heißt es, dass erfragt wird, wie viele Kräfte wir aus Niedersachsen dorthin zur Verfügung stellen können und das wurde dann recherchiert, wie viele Kräfte dort zur Verfügung stehen. Und am Abend bekam dann schon der Auftrag, am nächsten Morgen, also am Sonntag danach, morgens dort einzutreffen am Nürburgring. Wussten Sie in etwa, auf was Sie sich da einlassen? Also, was wir so aus den Medien vorher entnommen haben, das war uns bekannt. Aber Details natürlich nicht. Wir hatten auch von vielen Toten gehört und so weiter. Und wir waren ja, wie gesagt, am Nürburgring, wo wir dann Sonntagmorgen um 11 Uhr eingetroffen sind. Und von dort aus haben wir dann die Einsatzaufträge bekommen. Dort gab es einen Einsatzabschnitt, psychosoziale Notfallversorgung oder auch abgekürzt PSNV. Und dort waren wir also am Nürburgring in diesem Einsatzabschnitt mit 150 Raudebaut an Einsatzkräften der PSNV mit Notfallseelsorgern und Kriseninterventionshelfern und waren dann bis Dienstagabend da. Also wir wussten nicht ganz genau, was uns erwartet. Wir sind dann erstmal an einem Samstag, dem 24.07., sind wir alarmiert worden mit dem Einsatzauftrag, uns in den Bereitstellungsraum Brühl zu begeben. Und was wir dann genau dort machen sollten, das war noch gar nicht klar. Also sind wir erstmal dorthin gefahren und haben dann uns von dort dann den Einsatzauftrag abgeholt, sind dort in der Nacht erstmal angekommen, um dann am nächsten Tag einen Einsatzauftrag zu bekommen. Herr Beckeling, Sie haben ja gerade schon gesagt,
Bei Ihnen war das relativ einfach, das mit Job und Familie zu koordinieren. Ist das immer so einfach? Also bei Ihren Kameraden ging das auch so locker, dass die gesagt haben, ich bin jetzt mal für eine Woche weg? Also bei uns in der Abteilung ist das klar geregelt gewesen. Ich habe das vorher gesagt, dass es dazu kommen könnte und wie man dazu steht. Und dann haben alle gesagt, also wir kriegen dich hier schon vertreten, das ist kein Problem. Nun ist Schulz Systemtechnik aber auch eine größere Firma. Und natürlich ist es so, wenn wir Personal aus kleineren Firmen abziehen, gerade in der Urlaubszeit, dann kann das schon mal kritisch werden. Aber auch da waren viele, viele Arbeitgeber sehr bereitwillig und haben ihre Einsatzkräfte zur Verfügung gestellt. Was haben Sie denn da unten überhaupt vorgefunden? Also Sie haben ja gerade schon erzählt, Sie haben vielleicht ein paar Bilder aus dem Fernsehen, aus dem Internet, vielleicht auch aus der Zeitung. Aber was haben Sie da unten jetzt wirklich konkret vorgefunden? Also ich selber war nur wenig im direkten Einsatzgeschehen, weil meine Tätigkeit war dort am Nürburgring mit den Teams aus Niedersachsen dann auch auf den Weg zu bringen und dorthin zu schicken. Es war so geregelt, dass wir waren zuständig von diesem Einsatzabschnitt von Maischoss bis unten nach Ahrweiler, das sind so roundabout 50 Kilometer. Und wenn dann die Einsatzkräfte, die vor Ort tätig waren in diesen Hochwassergebieten, betroffene Menschen vorgefunden haben, dann haben sie das weitergegeben an die Einsatzleitung bei uns und wir haben dann die Teams in den einzelnen Bereichen geschickt. Also unser erster Einsatzauftrag hat uns direkt nach Bad Münstereifel geführt, von Brühl aus. Und die erste Einsatzaufgabe, die wir dort hatten, war mitten in der Altstadt das älteste Gebäude abzustützen, dem die Erft von der Seite durchs Tor rein in den Keller ist und dann durch die Kellerdecke wieder rausgeschossen ist und dabei auch die gesamten Dielenbretter mit rausgenommen hat und dann entsprechend die tragenden Eichenbalken freigelegt hat. Wobei man sagen muss, dass die nicht mehr alle tragend waren. Und deshalb wurde unser Einsatz dort auch erforderlich. Und wir haben dieses Gebäude, das erstmals urkundlich erwähnt ist, 1580, haben wir dann entsprechend abgestützt. Sie waren da ja 7 Tage. Wie leben die Menschen da überhaupt und wie konnten Sie den Menschen da unten helfen? Das ist jetzt schwierig zu beantworten, denn also wir hatten nicht immer direkten Kontakt zu der Bevölkerung. Jetzt in diesem Falle dieses Gebäude war schon vorerkundet und wir haben dann den Einsatzauftrag direkt vom THW aus der Führungsstruktur bekommen und sind dort hingefahren. Und der Eigentümer war zwar vor Ort, aber er war auch schon informiert darüber, was jetzt passieren würde, war natürlich sehr dankbar, war aber ansonsten eine gefasste Person, sage ich mal, die wir dort angetroffen haben. Jetzt ist das Ganze ja auch schon ein paar Tage her gewesen, das muss man auch dazu sagen. Also der erste Schock, der war ja sicherlich bei den Personen auch nicht mehr da. Herr Dirker, wie kann man den Menschen dort überhaupt seelsorgerisch helfen? Bei uns war das natürlich etwas anders. Wir hatten direkten Kontakt mit den Menschen vor Ort. Wir sind dann am Sonntagnachmittag in den einzelnen Bereichen, wo wir geschickt wurden, auf diese Menschen getroffen. Wir sind nicht unbedingt auf die Menschen zugegangen. Durch unsere Kleidung, also lila Farbe, haben die Menschen uns erkannt, haben uns an den Armzipfel gezogen und wir haben sie dann so ein bisschen geschützt untergebracht, bei uns auch im Fahrzeug. Und dort konnten sie auch mal weinen. Und diese Menschen erzählt dann auch, hier kann ich wenigstens einmal weinen und über meine Probleme und meine Sorge und alles sprechen. Und das hat natürlich für einen gewissen oder kurzen Moment Entlastung für diese Menschen gebracht. Wir kennen das natürlich aus unserer täglichen Arbeit etwas anders. Dort gibt es immer Merkmale, wenn wir uns von Menschen verabschieden können, wenn die Stabilität und Orientierung gegeben ist, dann verabschieden wir uns. Aber hier konnten wir so einen Einsatz nicht beenden, wie man es sonst kennt, sondern irgendwann wurde gedrängt, weiter zum nächsten Haus. Wie hilfreich ist dann überhaupt so eine seelsorgerische Tätigkeit, wenn man die Leute da einsammelt und die quasi gleich wieder rauslässt und die wieder vor den Trümmern ihres Lebens stehen? Ja, wir konnten es also nicht, so wie Sie es auch schon darstellen, nicht befriedigend beenden, aber zumindest für einen gewissen Zeitraum oder für einen gewissen Teil des Weges konnten wir sie begleiten, so dass sie für diesen Zeitraum zumindest eine Entlastung bekamen, dass sie endlich bei jenem Mann sich, aussprechen konnten und auch weinen konnten.
Wie haben die Menschen da überhaupt vor Ort reagiert, Herr Beckeling? Im Grunde waren diese Personen alle sehr aufgeschlossen und waren erfreut, uns zu sehen, auch in Bereichen, in denen sonst noch nicht so viele Hilfskräfte vorgedrungen waren, wo man sich schon privat organisiert hatte. Herr Dirker, wie war das bei Ihnen? Also den Sonntagnachmittag hatte ich ja soeben geschildert und am Montag bekamen wir von den Teams aus Niedersachsen den Auftrag, die Polizei dort im Hochwassergebiet zu begleiten. Sie sind dann dort von Haus zu Haus gegangen und haben versucht zu recherchieren. Es ging dort um die Vermisstenzahlen, die zu Anfang ja sehr hoch waren, um die zu senken und die Dinge, die also die vermisst wurden, aufzuklären. Und dabei ging es natürlich auch um Tod, sodass wir dann tätig geworden sind. Aber wie gesagt, vorhin schon, irgendwann hat die Polizei auch gedrängt, dass wir wieder weiter müssen zum nächsten Haus. Und so konnten wir also letztendlich nicht den Einsatz zu Ende führen. Und am Dienstag war es so, da wurden wir schon frühzeitig mit bestimmten Stellen oder bestimmten Ortschaften, wo wir uns einfinden sollten, wo Häuser vom Einsturz bedroht waren, die abgerissen werden mussten. Und die Menschen mussten mit ansehen, wie ihr Haus und wie ihr Hab und Gut dann zusammenfiel durch Barre und ähnliche Dinge. Und da haben wir dann eben halt wieder die Menschen aufgefangen und gestützt. Welche weiteren Tätigkeiten haben Sie dann noch gemacht, Herr Beckeling? Ja, also neben dem Abstützen von Gebäuden haben wir Keller leer gepumpt. Auch da haben wir natürlich dann direkten Kontakt zu der Bevölkerung. Und es werden dann Wassergemassen gemeldet in einem Keller, die ich dann annähernd nicht so angetroffen habe, weil man einfach selber wahrscheinlich das persönlich so nicht einschätzen kann. Ich habe dann zum Beispiel gefragt, ja, jetzt ist das ja nicht das erste Mal, dass dieses Wasser im Keller steht. Wahrscheinlich war die Feuerwehr ja schon mal ein paar Mal öfter da. Ja, dreimal ist die Feuerwehr schon da gewesen, die jetzt dann in den Grundschutz gegangen ist, als wir das übernommen haben. Dann habe ich erklärt, also aus fachlicher Sicht ist es so, solange dieses Grundwasser nachdrückt und wir pumpen es raus, kann es auch sein, dass wir Sedimente bewegen unter dem Haus und dann haben sie irgendwann zwar einen trockenen Keller, aber ihre Fundamente sind unterspült und im Endeffekt ist ihr Haus einsturzgefährdet. Also können wir besser erstmal das Wasser im Keller drin lassen, damit es zu einem Druckausgleich kommt und kein Wasser mehr nachspült. Wenn man das dann so erklärt, dann sind die Leute auch sehr aufgeschlossen. Gab es denn auch negative Erfahrungen? Wir haben ja von Plünderungen und von falschen Rettungskräften etc. gehört oder auch Bewohner, die so verzweifelt waren, dass sie eben auf die Hilfskräfte losgegangen sind, weil sie nicht wussten, wohin mit ihren Emotionen. Haben Sie sowas erlebt? Also ich bin einmal in einer Ortschaft gewesen, in einer entlegenen Ortschaft, die noch nicht wirklich erkundet war, wo man noch nicht wusste, was ist da genau los. Und da sind wir mit der Strategie rangegangen. Wir können natürlich auch nicht jetzt einfach mal aufs Geradewohl durch diesen Ort fahren und mal gucken, ob es irgendwo was gibt, sondern wir haben dann nach einem Ortsvorsteher oder der Feuerwehr gefragt, die da vor Ort ist, um das dann zu evaluieren. Und dann hat man uns verwiesen an eine Koordinierungsstelle, wo sich dann nachher herausstellte, da haben sich private Personen versammelt gehabt, die dann eine Verteilung von Lebensmitteln und sonstigen Hilfsgütern organisiert hatten. Und da waren dann auch teilweise kritische Stimmen gegenüber mir, als ich dort gekommen bin, um Dinge zu erfragen, und dann musste man etwas verständnisvoll deeskalieren. Und es hat sich aber auch rausgestellt, dass diese Personen, die dort sich organisiert hatten, dass die allesamt nicht aus dem Ort waren, sondern alle von woanders und sich hier versammelt hatten, um dann gemeinsam Hilfsgüter zu verteilen. Und warum war man ihnen gegenüber kritisch eingestellt? Was war da der Punkt? Ich hatte da als erstes Mal an den Kopf geworfen bekommen, wir wollten ja nicht wirklich helfen. Nun waren wir ja auch erstmal da, um das Ganze zu erkunden. Und dann weiß man ja auch nicht, mit wem gegenüber rede ich da gerade. So kann das in Richtungen laufen, von denen man vorher nicht gedacht hat, dass es so passieren kann. So, und da war das dann jetzt in diesem Bereich, war das tatsächlich dann so, dass wir erstmal alle
sollten mal den Ball flach halten und zu sich kommen. Und dann haben wir das gemeinsam besprochen. Und dann habe ich aber nachher noch jemanden gefunden, der mir genauere Auskunft geben konnte, damit wir dann strukturiert diesen Einsatz dann lenken können. Und es gab da wirklich auch nichts Größeres, sondern das war also so, dass die mehr oder weniger, ja, mit ihren eigenen Problemen, die natürlich dann bei solch einem Hilfsgüter, bei solch einer Hilfsgüterverteilung auch entstehen, dass sie ja in dieser Situation so ein bisschen verhaftet waren, hatte ich so das Gefühl. Wie sah es bei Ihnen aus, Herr Dirker? Was ist Ihnen da entgegengekommen? War es immer nur positiv? War es immer nur froh, dass Sie da sind, dass Sie helfen? Oder wie sah das aus? Also ich muss das komplett verneinen. Nonverbale, verbale Angriffe haben wir in der Form nicht erlebt. Menschen waren glücklich und froh, als wir da waren und sie sich so ein bisschen durch Gespräche entlasten konnte. Also das war in keinster Weise bei uns der Fall. Aber man darf auch nicht vergessen, wir waren ziemlich zu Anfang da. Das heißt also, Menschen waren noch sehr involviert in ihren Aufräumarbeiten und zu retten, was zu retten war bei den Häusern. Und wenn Menschen so in diesen Abläufen drin sind, dann sind die auch in Stresssituationen drin und dann kommt das sowieso nicht so schnell auf. Das mag zu späterer Stunde etwas anders gewesen sein, aber wir haben das nicht erlebt. Ich selbst habe ja nur die Bilder aus dem Fernsehen, aus dem Internet, in der Zeitung gesehen. Sie waren ja vor Ort, aber das, was ich mitbekommen habe, das sah da ja teilweise aus wie auf dem Mond, wie nach dem Krieg, als ob irgendwie Lego-Spielzeugautos gegen irgendwelche Wände geschleudert worden sind oder gedrückt worden sind. Also das kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass das wirklich real passiert ist. Haben Sie selber schon mal solche Bilder bei anderer Gelegenheit mal gesehen? Also ich habe das in dieser Form noch nicht so wahrgenommen. Ich habe es noch nicht gesehen, weil ich ja auch mal unten gewesen bin an der A. Und mir wurden ja auch von den Teams immer abends berichtet, weil auch da Gesprächsbedarf war, wie es da ausgesehen hat. Und da wurden geschildert, dass eben halt Busse mit den Fluten angespült wurden, sind gegen ein Haus geschlagen worden und somit das Haus in sich zusammengebrochen. Es gibt schon dramatische Sachen. Ein 90-jähriger Mann saß auf der Straße und hatte auch Gesprächsbedarf und erzählte dann, er hätte in seinem Leben dreimal alles verloren. Einmal nach dem letzten Weltkrieg, dann musste er aus der DDR fliehen und jetzt hat er sich hier an der A niedergelassen, neues Haus gebaut und dann hat er zu unserem Team gesagt, schauen Sie mal, jetzt habe ich nichts mehr und ich bin 90 Jahre. Also bei mir war es so, dass ich sagen kann, also solch ein Zerstörungsausmaß hätte ich niemals gedacht, dass ich das in meiner THW-Laufbahn zu sehen bekomme, obwohl wir ja darauf vorbereitet werden, dass genau das eigentlich unsere Einsatzaufgabe ist. Und aber ich sag mal so, jedem Außenstehenden, den ich erzähle, wofür eigentlich das THW mal geschaffen wurde, nämlich für solch einen Fall, für solche zerstörte Gebäudestrukturen, die haben mich immer nur mild belächelt, dass wir für sowas trainieren. Ja, und jetzt war es tatsächlich so, dass es Realität geworden ist. Ja, Dirker, Sie haben die Leute da vor Ort betreut, die das alles mitgemacht haben. Auf der anderen Seite gibt es sowas wie Betreuung auch für die Helfer, die das ja auch sehen, die da teilweise auch Leichen geborgen haben, die mit den Emotionen der Menschen da konfrontiert werden. Wie gehen die Helfer damit um? Was gibt es da ein Angebot? Also wir sind ja immer, wie Sie schon genannt haben, für die betroffenen Menschen zuständig. Und das ist auch bei uns ein Ausbildungsweg. Und ein zweiter Ausbildungsweg ist der Begleitung von Einsatzkräften oder Unterstützung von Einsatzkräften. Und das war natürlich hier auch sehr gefragt. Es geht nicht nur immer um Bilder, die Einsatzkräfte sehen und miterleben, sondern es geht auch um Fehlbeanspruchungen, so nennen wir das bei uns, wenn Helfer in solchen Gebieten eingesetzt werden und sie kommen nicht zum Einsatz. Das bedeutet, Unzufriedenheit und so weiter. Und wir waren dort am Nürburgring mit 3.500 Einsatzkräften. Und da kann man sich ja vorstellen, dass sie nicht alle zeitgleich überall eingesetzt werden. Und dann entstehen natürlich Wartezeiten. Und wer schon ein bisschen im Bereich Katastrophenschutz gelernt hat, der muss das auch aushalten können und abwarten können, bis ich dann den Einsatz bekomme und tätig werden kann. Herr Beckeling, wie sieht es bei Ihnen aus? Wie verarbeiten Sie die Bilder? Nehmen Sie die einfach mit und sagen, es ist, wie es ist? Oder nimmt dann das schon mit?
Also auch bei uns hat man als Führungskraft die Möglichkeit, entsprechende Lehrgänge zu besuchen, die einen auf psychische Belastungen im Katastrophenschutz vorbereiten. Und als Führungskraft, so als Zugführer, bekommt man dann auch Einblicke darin, wie man seine Helfer betreut, dass man die ganze Mannschaft beobachtet, obwohl irgendwo etwas aus dem Ruder laufen könnte. Und wenn man solch ein Gefühl hat, dann wendet man sich dann vertrauensvoll bei uns ans Einsatznachsorgeteam. Das sind auch Leute aus den eigenen Reihen dann bei uns. Also der Stallgeruch, so sagt man, ist wichtig. Ja, man will sich dann, soll sich dann austauschen mit Leuten, die auch aus dem eigenen, ja, Verein sozusagen kommen. Herr Dirker, wie sieht's denn psychisch aus? Wenn da wieder alles aufgebaut ist, sind die Menschen dann auch wieder in Ordnung? Oder wie geht's da jetzt weiter mit den Menschen, die das emotional verarbeiten müssen? Das muss man jetzt schauen, was die Zeit so bringt. Und es sind ja auch viele psychosoziale Fachkräfte vor Ort. Da muss man feststellen, wenn jemand einen Menschen verloren hat, ist es eine Trauer, die er bewältigen muss, oder ist es ein Trauma, was er davon getragen hat, mit Belastungen und Störungen, die beim Menschen so einhergehen. Und das, wie gesagt, muss dann durch bestimmte psychosoziale Fachkräfte aufgearbeitet werden, also therapiert werden unter Umständen. Natürlich haben auch die Einsatzkräfte, wenn es um Leichenbergung oder ähnliche Dinge ging, heftige Bilder mit nach Hause genommen. Aber es gibt auch so einfache Dinge. Ich habe eine Nachsorge gemacht, auch gerade bei den Kollegen vom THW, wo es nur so einfache Dinge ging, wo die THW-Helfer vor Ort sich mit einem Menschen unterhalten haben und derjenige hat oder die Frau hat dann alles geschildert, was sie hier verloren hat. Und das hat dieser Helfer mit nach Hause genommen und setzt sich zu Hause mit dieser Sache auseinander. Was wird aus dieser Frau? Und das ist natürlich auf Zeit gesehen auch belastend, sodass es hier auch wichtig ist, eine Nachsorge zu machen. Und ich finde einfach, unsere Helfenden, ob es nur Ehrenamtliche oder Hauptamtliche sind, müssen einfach auf solche Ereignisse, auf Katastrophen oder Großschadenslagen einfach darauf vorbereitet werden oder auf die alltäglichen Unfälle, die passieren. Das bedarf also Prävention, sodass sie zumindest wissen, was kann entstehen in diesen Situationen. Stress ist maßgeblich und wenn ich Belastungsreaktionen bekomme, wie gehe ich damit um? Oder kommt es sogar zu Belastungsstörungen? Dann brauche ich fachliche Hilfe. Dann entwickelt sich es zu einem Krankheitsbild, das nennt sich ja auch PTBS, posttraumatische Belastungsstörung. Und da muss ich dann halt mich auf den Weg begeben. Und ich kann auch nochmal sagen, hier ist die Feuerwehr im Landkreis Cloppenburg beispielhaft, weil mittlerweile habe ich etwa um 300 Feuerwehrkameradinnen und Kameraden hierhingehend geschult, um mit Stress und Belastungsreaktionen umzugehen, ihr aber auch Bewältigungsstrategien an die Hand zu geben oder Coping-Strategien, um mit diesen Situationen klarzukommen. Herr Beckeling, gibt es denn irgendetwas von diesem Ereignis, von Ihrem Einsatz, was Sie für die Zukunft mitnehmen oder was Sie vielleicht auch in die Ausbildung neuer THW-Kräfte einfließen lassen? Ja, erstmal habe ich festgestellt, also die Mischung macht. Wenn ich an meine ersten Einsätze denke, dann waren wir überwiegend nur junge Leute, völlig unerfahren und natürlich sehr aufgeregt. Und wenn ich das jetzt sehe, mit welcher Mischung wir dort gewesen sind, Fachkräfte dabei hatten, sei es Elektriker oder Tischler, Zimmerer, dass man dann aufgrund des Alters und der Erfahrung sehr viel abgeklärter reagiert und auch die jungen Leute das Feedback geben, die mit im Einsatz waren, dass denen das so, wie das abgelaufen ist, gut gefallen hat. Herr Dirker, was haben Sie mitgenommen? Ja, einmal das, was ich gerade schon dargestellt habe, dass man einfach Einsatzkräfte auf diese Situationen vorbereiten muss, dass sie wissen, was kann im Nachhinein sein. Aber was ich auch für sehr wichtig halte, das ist auch von politischer Ebene wichtig, die Wertschätzung dieser Helfer, die dort draußen tätig gewesen sind. Einmal aus ihrer Freizeit heraus diese Tätigkeit übernommen haben, sie ehrenamtlich gemacht haben und natürlich gilt auch einen großen Dank der Arbeitgeber, die hier ihre Mitarbeiter für diese Aufgabe freigestellt haben.
Dann danke ich Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, noch einmal alles Revue passieren zu lassen. Herr Beckeling, vielen Dank. Ja, ich danke auch. Herr Dirker. Schönen Dank. Und das war es auch schon für diese Woche. Falls Sie noch Vorschläge oder Anmerkungen zu unserem Podcast oder ein bestimmtes Thema im Kopf haben, das wir hier einmal besprechen sollten, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an redaktion@om-medien.de. Nächste Woche sprechen wir an dieser Stelle über die Autoposer-Szene im Oldenburger Münsterland. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns dann wieder zuhören. Bis dahin, bleiben Sie gesund.